keine Batterie für Ull. Keine Batterie für Ull. Was? Keine Batterie für die Uhr? Okay, das könnte uns bevorstehen. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Samstagmorgen. Heute ist der 15. Jänner 2022. Vor uns liegt eine, naja, nicht unbeträchtliche Hürde, und zwar die Konjunktion zwischen Sonne und Pluto von morgen Sonntag, 16.01. Und das ist kein normaler Sonntag, sondern leider ein keltischer Freitag, der 13. Aber wie es so schön heißt, das kann doch einen Schneemann nicht erschüttern. Und was fällt dir bei dieser Uhr auf? Stimmt, sie steht, weil es gibt hier, wie heißt das, Lünette, es gibt hier dieses Knöpfchen, das kann man rausziehen, ja, tschack, und dann, ich drück's mal rein, jetzt bewegt sich der Sekundenzeiger, ich weiß nicht, grandiose Show, gell, und jetzt steht er wieder. Gesehen, noch einmal, ich drück rein, Sekundenzeiger bewegt sich ganz eindeutig, jetzt ziehe ich raus und bin im Energiesparmodus. Ich brauche diese Uhr zum Wandern und zum Mountainbiken, dass ich mich nicht nach dem Stand der Sonne orientieren muss. Und dadurch hält die Batterie quasi also Jahre. Ich kann das so über Jahre, ja, okay, ich wechsle die Batterien selber, na klar. Da kauft man übers Internet so einen 10er-Blister mit den passenden Batterien und schon ist man auf der sicheren Seite, weil alles, was ich selber machen kann, du weißt ja, Selbstständigkeit. Selbstständigkeit, überall so ein bisschen überlegen, alles, was man selber machen kann, da ist man von niemandem anderen abhängig. Und wir haben ja darüber gesprochen, ja, jetzt machen wir die Finger noch, das gibt es ja gar nicht. Ich habe hier schon angesetzt, das sind top, das ist kein UFO, ja. Das ist kein UFO, das sind Topinambur, die habe ich hier im Wasserbad, weil die freuen sich schon auf ihren heurigen Einsatz in einem, naja, im Garten. Aber ich werde sie erst, ich werde sie in einem Blumentopf vorziehen und dann erst, wenn der Frost nicht mehr so erwartbar ist, weil dann kommen sie erst in die Erde, weil ich vermute, im Februar wird es noch ordentlich runtergehen, minusgrademäßig zweistellig. Ja. Ich habe gestern wieder Werkzeug in die Hand genommen. Du kennst ja den Spruch, Messer, Gabel, Schere und Licht. Ja, ich habe wieder zum Messer gegriffen, um Holzstücke zu entrinden. Es ist mir alles ein wenig entglitten und dann fließt halt wieder Blut. Aber dafür gibt es Natriumchlorid. Das habe ich in so einer Wegwerfspritze abgefüllt. Und hier kann ich mit dem Daumen schön tropfend portionieren und dadurch wird die Wunde desinfiziert. Bitte nicht länger als eine Minute drinnen lassen, dann mit dem Taschentuch abtupfen und dass das Natriumchlorid herauskommt. Es riecht dann wie im Freibad, so ein bisschen nach Chlor, also nach aktiviertem Chlor, und das desinfiziert. Bitte immer merken, ja, auch hier Selbstständigkeit. Ja, ich weiß, ja, Volksgenossen müssen sofort in ärztliche Behandlung, die Rettung, der Rettungshubschrauber muss gerufen werden. Ja, richtig, ja, ganz genau, Intensivstation wartet schon auf uns. Ich würde sagen, helfen wir uns selber. Natriumchlorid desinfiziert hervorragend, eine Minute, also NaClO2, eine Minute, nicht länger, weil der Verätzungseffekt ist gewaltig. Ich meine, meine Blue Jeans sind an einigen Stellen gelb, was daneben getropft ist. So, genug Spaß in der Früh, Spaßtraining. Gehen wir es an. Wir sind ja da nicht zum Vergnügen. Ja? Wir müssen mehr arbeiten. Ja? Also, die Zahlen lauten 16, 17, die doppelte 19, die 21, die 23, daraus resultierend laut Adam Riese die 5. Die 16, naja, was soll man dazu noch sagen? Das ist sozusagen Skifahren ohne Skier, Bungee-Jumping ohne Seil, Fallschirmspringen ohne Fallschirm, auf jeden Fall hängt das sehr, sehr stark mit Schwerkraft. Das ist so eine Gravitationskarte. Und naja, was soll man jetzt noch sagen? Es geht hier jetzt ein Zyklus zu Ende und jetzt ist offiziell, weil das ist ein Jahreshoroskop, ja. Erst am 18. Jänner sehen Sonne und Pluto einander wieder, weil die Sonne halt eben hier zu ihrem nächsten Umlauf ansetzt und Pluto stolze 2 Grad wandert der weiter in einem Jahr. Also jetzt 26 Grad und dann nächstes Jahr am 18. Jänner auf 28 Grad. Also sehr, wahrscheinlich heißt er deswegen auch Langsamläufer. Könnte damit ein Zusammenhang bestehen. Naja, die 16, die Beendigung des Alten. Natürlich hängt das auch mit schwierigen, schlimmen Nachrichten zusammen, mit schmerzhaften Einsichten, Erkenntnissen, Aussichten, Durchblicken, aber es brechen auch neue Energien
durch und das ist positiv. Für uns ist natürlich wichtiger die zweite Zahl. Die zweite Zahl Osiris ist immer die wichtigere Zahl, in dem Fall beruhigend. Bei diesem Horoskop können wir das dringend brauchen. Die 17 zeigt uns, es geht alles gut. Wie ich es euch gesagt habe, wir haben gesiegt, aber das heißt nicht, dass wir dann die Phase danach reibungslos oder schon als überstanden betrachten können. Ich will jetzt das Wort Pyrrhus-Sieg nicht in den Mund nehmen, aber es ist halt leider so, weil wir eben sehr abhängig von diesem System sind. Und wenn dieses System sozusagen einen Hoppala macht, einen, naja, wie ist das, Saltimbanco, Hupferl vom Bankerl, naja, dann können wir die 17 schon sehr, sehr gut brauchen. Allerdings, kosmisch positive Energien wirken auf Erden und mich würde es wirklich freuen, wenn die jahrtausenden alten Praktiken unserer Kinderexperten endlich einmal sprichwörtlich tatsächlich ans Tageslicht kommen und wenn nicht nur medial verkündet wird, ja, in den Bunkern wurden so und so viele Kinder befreit und so weiter, ja, das sind großartige Geschichten und wir können auch ruhig daran glauben, weil wir dadurch ein Energiefeld aufbauen, ihr wisst ja, Geist über Materie, aber trotzdem würde es mich freuen, wenn es dann auch in der Realität tatsächlich dann auch geschieht. Die 19, die nächste Schutzzahl, naja, 17, 19, 21 ist natürlich eine grandiose Zahlenfolge, also hier wird über uns quasi wirklich die Hand schützend drüber gehalten und das können wir sehr brauchen, die Sonnenkraft. Interessant, dass die Sonne hier ist und der Aspekt heißt auch Sonneblut, aber das ist nicht die Sonne, für mich ist die Sonne natürlich die 10, das Rad des Schicksals, aber das weißt du schon. Die 21, höchstes Glück auf Erden, besser geht nicht, es ist fast schon kitschig, jetzt brauchen wir noch einen kleinen Dämpfer, weil sonst wären wir übermütig. Die 23, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von fern ein Lichtlein her, bitte diese Zahl im Gedächtnis behalten. Gut, es wird hier, wie sie auf der wunderbar, also ich bin ja, an mir ist ein Künstler verloren gegangen, das muss ich auch einmal betonen, ja. Aber hier an dieser schmalen Brücke, ja, da wird es kritisch, hier wird es kritisch und hier muss man schnell rüber, weil sonst ist man im Allerwertesten, ja. Also das heißt, hier bei der schwierigen Passage schnell drüber laufen und alles geht gut, ja. Also auch die 23 sagt, steig vom hohen Ross runter. Das Ross ist bei uns das Wort für Gigerer, also fürs Pferd, kommt von Rod, von der Straße, die Rodel, das Reiten, Ratzeburg, Reute, Rattens und so weiter. Alle diese Rattennamen, Ratzinger, hängt alles mit der Straße zusammen. Und das resultiert in der 5. Nehmen wir für dieses Jahr, weil es ja doch mit einem Jahreshoroskop, nehmen wir jetzt nicht so sehr das UFO Saturn oder die Unterwelt, sondern nehmen wir hier das Positive heraus. Hier haben wir, ja, okay, wenn jemand sagt, hier ist göttliches Wirken, kann ich sagen, dem stimme ich zu. Diese Karte drückt göttliches Wirken auf, die Satanshörner, Saturn, die Unterwelt mit den Reptos, hier die falsche, der falsche Himmel als Gefängnis sozusagen für die Seelen, die glauben, sie werden befreit. Das ist die Umkehrschleife wieder zurück zur Erde. Für diese Karte lasse ich gerne den Begriff Gott gelten, weil es ja um Gott geht hier. Wir sehen auch die Schlüssel zur Unterwelt. In welchem Wappen sind nur die Schlüssel? Da gibt es sogar ein Wappen mit einem dritten Schlüssel drinnen. Na, das ist aber schon mal eine starke Aussage. Hm? Na, ich habe einen Schlüssel mehr. Ja, da hat der Vatikan große Augen bekommen. Naja, wie auch immer, das ist auch eine Heilkarte. Ja? Das ist eine Dominanzkarte und naja, nehmen wir das Positive heraus. Höheres Wissen, höhere Einsichten, weil dieses Spielchen verstanden zu haben, das ist schon einmal eine großartige Erkenntnis, eine großartige Einsicht. So, ich schaue nochmal kurz, weil ich habe hier meine, das ist alles durch. Gut, also das heißt, wir sehen uns hoffentlich, oder wir hören uns, weil sehen ist natürlich ein bisschen der falsche Ausdruck. Wir hören einander sozusagen dann wieder, wenn wir dieses Horoskop aufdröseln. Es wird eine spannende Zeit werden. Ja, du hast das schon gesehen, dir ist es schon aufgefallen. Der Mond als Herrscher des ersten Hauses steht im 12. Haus und das ist natürlich nicht oh man, sondern oh man. In dem Sinne, weiter zum zweiten Teil. Ende.